Hallo liebe YouTube-Gemeinde, willkommen zurück zu einer Folge Undertale. Jo, oh. So, ja, dafür sollte ich das Spiel auch noch starten. So, wir sind hier letzte Folge in Snowdon gewesen, wir haben innen gepennt und jetzt sind wir hier. Also, dann reden wir mal mit den verschiedenen Einwohnern noch. Das Dialoge müssen ja dabei sein, denke ich mal. Diese Lady da drüben, irgendwas an sie verwirrt mich. Ist mein kleiner Zimt nicht einfach der süßeste? Banbans sind so süß. Yeah. Ban. Ja, so viel zu der. Ah, hier. Noch der Typ hier. Böse, böse Teenager haben ein lokales Monster gefoltert, indem sie ihn mit indem sie seine baumartigen Hörner dekorierten. Also haben wir damit begonnen, dem Monster Geschenke zu geben, damit es sich besser fühlt. Nun ist es eine Tradition, Geschenke unter einen dekorierten Baum zu stellen. Ja, das Monster, das dekoriert wurde, haben wir ja vorhin schon gesehen. Ja, du bist auch ein Kind, richtig? Das kann ich dir sagen, weil du ein gestreiftes T-Shirt trägst. Ja, das ist eine Anspielung an Earthbound. Hier gibt es insgesamt viele Earthbound-Anspielungen. Ich werde auch alle ansprechen. Das ist jetzt so ziemlich die erste, die mir auffällt. Es gibt noch genug, keine Sorge. Diese Stadt hat keinen Bürgermeister. Nee, das war die Sandstimme. Verdammt, was nehme ich jetzt? Diese Stadt hier hat keinen Bürgermeister. Aber wenn da irgendein Problem ist, wird ein Skelett einer Fischfrau darüber Bescheid sagen. Das ist Politik. Ja, die Fischlady werden nur noch treffen. Ach du Schande, hier sind alle Hunde. Du passt besser auf, wo dich hinsitzt, Kind. Weil dieser große Typ da wird auf deinen Schoß springen und wird dir sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit spenden. Wir sind Wächter, aber wir bekommen keinen Respekt. Ich wünsche, dieses Skelett wird uns einen Knochen geben. Wir lieben Knochen. Na hier, da raucht auch schon wieder sein Hundefutter. Ich denke darüber, danach einen gespickten Collar zu bekommen, der meine Persönlichkeit zeigt. Es macht eine Aussage wie... Binde eine Leine an mich und nimm mich bitte... Und nimm mich bitte auf einen Spaziergang mit. Ja, also dieses Bedürfnis habe ich auch manchmal. Ich will immer eine Leine umgeworfen bekommen, um auf einen Spaziergang mitgebracht zu werden. Was zum... Das hört sich nicht so an, als würde auf meinen Schoß springen und mir eine Menge Aufmerksamkeit und Liebe bringen. Er spielt gegen sich selbst Poker. Es sieht so aus, als würde er verlieren. Ach du Schande. Ich habe heute mal wieder versucht, ein paar Mädchen zu angeln. Irgendjemand hat mir gesagt, dass da sehr viele Fische im See sind. Nun, ich habe das zu ernst genommen. Ich habe es wirklich mit einem Fisch... Was? Ja, also das ist übrigens hier das seltsame Monster, das hier die Angel ausgeworfen hatte, wo wir dann sein Bild und seine Telefonnummer gefunden haben. Diese Hunde sind Teil von der Königlichen Garde. Die Elite-Gruppe, angeführt von Undyne. Wenn das die Elite ist, dann haben wir das Spiel gewonnen. Sie ist gemein, laut und schlägt jeden, der sich in ihren Weg stellt. Kein Wunder, dass diese Kinder alle wie sie sein wollen, wenn sie erwachsen sind. Grilvis hat gesagt, dass er dir ein Glas Wasser anbietet, aber er wird dieses Zeug nicht anfassen. Ja, weil er halt brennt und... Ja, wie will man sonst jemandem ein Glas Wasser anbieten? Also ich stöhne dann auch immer. Die Hauptstadt ist ziemlich bevölkert geworden. Ich habe gehört, dass die beginnen hier zu ziehen. Ich will nicht sehen, wie unsere Kultur sich auslöscht. Aber ich will definitiv ein paar Stadtmenschen sehen, wie sie auf ihren Hintern fallen. Oder so ähnlich. Ist Monster, ist Menschenessen nicht anders als Monsteressen? Es tut so Sachen wie verfaulen. Und wenn du es isst, geht es den ganzen Weg durch deinen Körper. Abartig.
Ich würde es mal irgendwann gerne probieren. Was zur Hölle isst du denn bitte sonst? Egal, wo ich hingehe, es ist immer dasselbe Menü, dieselben Leute. Hilfe! Ich möchte neue Drinks und heiße Typen. Ach, das war ein Mädchen. So, dann hier. Jeder ist immer am Lachen und macht Witze, um zu versuchen, unsere modernen Krisen zu überwinden. Keine Ahnung, was Dreaminess ist. Übervölkerung und der Mangel an Sonnenlicht. Ich würde gern zu denen gehen, aber ich bin nicht sehr witzig. Oh Gott. Wir alle wissen, dass der Untergrund seine Probleme hat, aber wir lächeln es weg. Warum? Ja, weil wir nichts darüber tun sollen, aber also wieso sollten wir es noch schlimmer machen? Ja. Was für ein schönes Klopfen. Vielleicht, wenn ich die antworte, höre ich das nochmal. Meine Geduld bezahlt mich. Was soll ist das für ein Stein? Ich würde gerne wieder jung sein. Die Welt hat sich sicherlich schwindungslos angefühlt. Oh Gott, ich muss was trinken, mir ist gerade was schwindelig. Ach, da ist sogar noch seine Familie. Du bist bisher noch gar nicht aufgefallen. Los, spielen wir Monster und Menschen. Ey, du bist aber kein Kind, du hast kein gestreiftes T-Shirt. Du machst mich aber bitte nicht wieder zum Menschen, okay? Ich fühle mich hier gerade diskriminiert und total fehlplatziert. Und ihr fragt bitte nicht, was der Typ hier tut, okay? Tut mir einfach den Gefallen. So, und hier finden wir... Oh, ring, ring. Hallo? Kann ich sprechen mit den Warte eine Sekunde. Das ist die falsche Nummer. Oh, das ist die falsche Nummer. Der falsche Nummer-Lied. Wir sind sehr, sehr sorry, dass wir es falsch gewählt haben. Oh, das ist die falsche Nummer. Das falsche Nummer-Lied. Wir sind sehr, sehr sorry. Wir haben es falsch gemacht. Klick. Ja, das ist schon der erste Hinweis zu dem wie die Gäster. Wir werden noch ein paar weitere finden. Wenn die Fun-Value in der Config-Datei von Undertale höher ist als 23 oder 22, ich bin nicht sicher, was genau es war, das ist immer von Natur aus, solange man das Wort Fun groß geschrieben hat, weil im Normalfall ist es immer klein geschrieben, kommt der falsche Nummer-Song. Es gibt auch einen Bug, wenn man eine Person zuvor angerufen hat, dass das falsche Nummernlied dann, dass man das Bild von der Person bekommt, aber das ist nur ein Bug. Der Typ, der ich angerufen hat, ist unbekannt. Und Mr. G ist voraussichtlich wie die Gäste. Na gut, wir werden hier noch ein paar andere Sachen hinzufinden. Ich weiß nicht, was die Fun-Value noch macht, aber alles, was ich dazu bis jetzt gefunden hatte, hatte nur mit dem Gäster zu tun. Na gut, gucken wir es uns mal an. Der wie die Gäste, der ist hier wirklich der ungeklärteste und der mysteriöseste Typ im ganzen Spiel. Deshalb denke ich, lohnt es sich schon allein für ihn hier das Let's Play zu machen. Es gibt auch einige Fangames-Themen, die ich mal probieren werde, aber ich habe die schon mal angespielt. Die sind extremst verkackt schwer. Das grenzt an der Möglichkeit. Willkommen in der Bücherei. Ja, wir wissen, das Schild ist ver... Was? Das Spiel ist so genial. Dieser Blick in deine Augen. Du bist jemand, der es schwer hat, Junior Jumble zu lösen, oder? Oh ja. Yeah. Und das liegt daran, dass ich als Mensch extremst intelligent bin. Ich liebe es, an der Zeitung zu arbeiten. Es gibt so wenig, dass man melden muss. Alles ist nur mit Comics und Spielen gefüllt. Oh ja. Wenn ich jünger war, haben meine Lehrer immer Wortsuchblätter gegeben, wenn sie keinen Stoff mehr zum Beibringen hatten. Ich dachte, es wäre Zeitverschwendung, aber guck jetzt auf mich. Ich bin Nummer 1 Kreierer im ganzen Untergrund. Ja,
da, an der Person, ihr könnt ihr sehen, Leute, beginnt zu rauchen. So. Liebe. Hoffnung. Compassion, keine Ahnung, was bedeutet. Das ist es, was Leute sagen, woraus, woraus die Seelen von uns dann gemacht sind. Aber die absolute Natur der Seele ist unbekannt. Schließlich haben die Menschen bewiesen, dass Seelen diese Dinger nicht brauchen, um zu existieren. Jo, an der Stelle fragt man sich jetzt, wer das wahre Monster ist. Warte, das ist schon hier das Falsche. So. Beginnt das irgendwo hier? Da. Ist ein Schulreport über Monsterbeerdigung? Oh, sehr schön. Monsterbeerdigung. Technisch gesagt sind sie der extremst geilste Scheiß. Wenn ein Monster alt wird und in den und im Eimer ist, werden sie zu Staub. Bei Beerdigung nehmen wir den Staub und streuen es über das Lieblingsding der Person. Dann wird deren Essenz in diesem Ding weiterleben. Bin ich endlich bei dem Seitenminimum? Ich habe keinen Bock mehr, das zu schreiben. Schule. Das ist Schule. Während Monster meistens aus Magie gemacht sind, sind Menschen aus Wasser gemacht. Menschen mit ihrer physikalischen Form sind viel stärker als wir. Aber sie werden niemals wissen, wie sie Magie ausführen können oder so. Sie werden niemals eine Angriffsmuster Geburtstagskarte bekommen. Ja, hier Bullet Pattern ist hier das Angriffsmuster der Monster auf dem Bullet Board. Das war schwer zu übersetzen, sorry. Hier bin ich. Ich schreibe dieses Buch. Eine Person kommt und hebt das Buch auf. Sie beginnen es zu lesen. Oh, tut mir leid, ich schreibe das immer noch. Ah, okay. Ich bin gespannt, wann es fertig ist. Weil sie aus Monstern sind, sind die Körper von Monstern an deren Seelen gebunden. Wenn ein Monster nicht kämpfen möchte, wird deren Defensive schwächer. Und je grausamer die Absichten unseres Gegners sind, desto mehr werden uns deren Attacken wehtun. Deshalb, wenn ein Wesen eine starke Seele hat, mit dem Willen zu töten, lassen wir das Kapitel mal hier beenden. Ja, dazu werden wir noch im Genocide Run kommen. Das werden wir dann auch mal auffassen. Monstergeschichte, Teil 4. Während wir keine Angst mehr hatten vor den Monstern, gingen wir zu unserer alten Stadt, zu Hause. Es war sehr kühl. Wir überstanden Kälte. Feuchte Sumpfländer. Und brennende Hitze. Bis wir endlich das erreicht haben, was wir heutzutage unsere Hauptstadt nennen. Neues Zuhause. Wieder war unser King wirklich schlecht mit Namen. So. Ach ja, das hatten wir schon. Perfekt. So. Ja, so viel zur Geschichte der Monster. Oh yeah, das ist Politik. Ja, das ist Papyrus' Haus. Es ist eine Mailbox, welche überfüllt ist mit ungelesenen Spam-Mails. Hier ist eine Mailbox, welche benannt ist mit Papyrus. Reingucken? Jo. Sie ist leer. Ja, da gucken wir später nochmal rein. Das wird dann nämlich noch ganz interessant. So, und hier wird die Story schon weitergehen, deshalb gehen wir kurz zurück, um zu speichern. So. What the fuck, was haben wir überhaupt gemacht? Egal, speichern wir einfach mal, das kann nie schaden. So, und das ist auch der Tunnel, damit ihr den ebenfalls mal gesehen habt. So. Da schwimmen schon die Eisblöcke entlang, die der Werwolf da die ganze Zeit herumschob. Und hier wird die Atmosphäre episch. So, hier. Ich bin bereit. Ach, es geht hier noch weiter. Ich dachte, die Cutscene hat schon begonnen. So, jetzt. Papyrus.
Mensch! Erlaube mir, dir ein paar komplexe Gefühle zu erklären. Gefühle wie die Freude darüber, einen anderen Spaghetti-Liebhaber zu finden. Die Zuneigung zu einer Person mit Puzzle-Lösungsskills. Das Gefühl, eine coole, intelligente Person zu haben, welche denkt, dass du cool bist. Diese Gefühle. Diese müssen es sein, die du gerade fühlst. Oh Gott, Papyrus ist so arrogant. Ich kann mir nur hart vorstellen, wie es sein muss, sich auf diese Art zu fühlen. Schließlich bin ich extremst großartig. Ich habe mich nie gefragt, wie es sein muss, eine Menge an Freunde zu haben. Ich bemitleide dich, einsamer Mensch. Keine Sorge. Du sollst nie wieder alleine sein. Ich, der große Papyrus, werde dein... Nein. Nein. Das ist falsch. Ich weiß nicht, ob ich gerade seine Stimme richtig hinbekomme, sorry. Ich kann nicht dein Freund sein. Du bist ein Mensch. Ich muss dich einfangen. Dann kann ich meinen lebenslangen Traum erfüllen. Ich muss gerade was trinken. Extrem stark, berühmt, Prestige, what the fuck bedeutet das? Das ist Papyrus, der neueste Mitglied der königlichen Garde. Ich glaube, ich habe seine Stimme gerade völlig verkackt, sorry. Oh, im Hintergrund hier gerade sein Leitmotiv, Bound Puzzle. So, hier. Ja, komm, dann. Was passiert, wenn wir ihn sollten? Selbstlos. Du willst, dass ich mich besser fühle, dich zu bekämpfen. Ich tue so etwas, von dem ich verdiene. Oh, danke, Papyrus. Gott sei Dank habe ich es geschafft, zu walljumpen. So, Papyrus bereitet eine Knochenattacke vor, dann flirten wir mal. Warte, wir checken ihn mal. Papyrus. 8 Attacke, 2 Defens. Er mag es zu sagen, jehehehe. Warte, jetzt versuche ich deine Stimme richtig. Yeah. Ja, so irgendwie in diese Richtung, denke ich mal. Uff, das war so knapp. So, komm, dann flirten wir mal. Warte, Flirting? Ah, jetzt habe ich deine Stimme. So, du hast also endlich deine ultimativen Gefühle zur Geltung gebracht. Gut, ich bin ein Skelett mit sehr hohen Standards. Ich habe überhaupt keine guten Qualitäten. Ich kann Spaghetti machen. Oh no! Du triffst alle meine Standards. Ich denke, das heißt, ich muss mit dir auf ein Date gehen. Lass uns später daten, nachdem ich dich gefangen habe. Oh Gott, nee. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Das war einfach so schlecht. Das war so fucking abartig schlecht. Oh. Ich soll hätte welche davon mitbringen sollen. Ja, redest hier über die Bonbons. Nee, das reicht. Kein Risiko mehr. Ich werde jetzt nicht mehr die Show abholen. Sorry. Oh, no. Lass uns später daten. Nachdem ich dich gefangen habe. Ja, gleich sollten hier seine speziellen Sachen kommen. Was? Er findet eine Knochenkolonie hinter seinen Ohren. Egal, so. Du flirtest, aber es bringt nichts. Es sieht so aus, als würde Acting dieses Battle nicht eskalieren lassen. Ja, okay, gut. Dann müssen wir anders rangehen. Dann gehen wir wieder hier mit dem guten alten Charme ran. So. Ah ja, Papyrus macht Marinadensoße hinter seine Ohren. So, also du wirst nicht kämpfen. Dann, lass uns mal gucken, ob du meine blauen Attacken handeln kannst. Scheiße. Ich glaube, ich habe ein Problem. Verdammt, fuck. Nee, das halte ich nicht aus. Ich sterbe gleich. So, das ist seine blaue Attacke. Du bist jetzt blau. Das ist meine Attacke. Yeah. So, ja, ich bin jetzt blau.
I'm blue, double D, double die, double D, double die, double D, double die, I'm blue, double D, double die. Ja, komm, das werde ich hier wahrscheinlich noch irgendwie einblenden, wenn es copyrightlich machbar ist. I'm blue, double D. Ich bin hier ein extrem schlechter Plattformer, das müsst ihr noch hier übrigens wissen. So, aber ihr müsst auch wissen, dass es unser Ziel ist, ihn dazu zu bringen, seine Special Attack zu holen. So. Ich kann fast meine zukünftige Berühmtheit schmecken. Jetzt. So, geschafft. Papyrus. Anführer der königlichen Garde. So, oh Gott, ich kann euch auf jeden Fall deswegen... Papyrus realisiert, dass er keine Ohren hat. Ich kann euch auf jeden Fall schon anhand dieses Kampfes sagen, da dass ich extrem zu Probleme haben werde mit dem Sense-Kampf im Genocide. Papyrus! Unparalysierter... Ah! Sein Text hat voller N aufgehört. Das ist Cheating. Das ist Schummeln. Ich will So. Jetzt ist schwer. Oh nein, wird wirklich stolz auf mich sein. Oh, ich liebe Papyrus' Theme. Sein Leitmotiv ist wirklich das Beste von allen. Und mir glaube, wenn ja, ja, das ist eigentlich schon fast das von Chera. Das hier. Der König wird eine Hecke machen, welche die Form von meinem Gesicht hat. So. Aber das von Escor, das ist vielleicht sogar noch etwas besser. Mein Bruder, gut, der wird sich nicht sonderlich ändern. Scheiße. Boah, ich hab's verkackt, sorry, Leute. Papyrus flüstert. Kommt, da sind wir noch gerade das letzte Monster Candy. Ich habe eine Menge Bewunderer, aber. So. Aber was? Scheiße. Boah. Ja, ich glaube, später bei seiner finalen Attacke werden wir große Probleme haben. Aber wird mich jemand so sehr mögen wie du? Tja, ich denke nicht, Papyrus. Sorry, aber mich gibt's halt nur einmal auf der Welt. Scheiße, ja, jetzt werden die Probleme kommen. Boah. Ich sag hier, ich muss mal hier langsam die Fäkalsprache abgewöhnen. Das geht doch nicht mehr, Leute. Jemand wie du ist wirklich sehr selten. Also, ich habe hier auch schon fast Albträume bekommen, aufgrund dessen, dass ich hier in dem Let's Play so oft Scheiße sage. Also, ich habe da wirklich ein schlechtes Gefühl bei. Ich sterb endlich praktisch. Das ist schlimmer für meine Seele, als wenn ich Experience Point, als wenn ich XP hier bekomme. Und Dayton wird ein bisschen schwer. So, komm, beenden wir die Folge hier möglichst schnell. So, weil ich muss jetzt gleich auch ausmachen. Ja, wir sind schon bei 23 Minuten. Das wird hier langsam wirklich etwas spät. Nachdem ich dich gefangen und weggesendet habe. So, ja. Ich bleib mich hier zu sehr eingefangen in der Musik. Ah. Wen interessiert's? Gib's auf! Ja. Oh Gott, nee, Papyrus, komm. Das ist doch unfair. So. Gib auf, oder? Guck dir meine Spezialattacke an. So. Oh. Dang it. Dang it. Dang it. So, besser als wenn ich Scheiße sage, oder? So, ja. Ich hatte kurz, bis gleich. So, Leute. So, Leute, sorry, ich hab... Boah, what the fuck. Papyrus steckt mich an. Ja, ich muss jetzt etwas leise sein, weil mein Vater wieder da ist. Von der Arbeit zurück. Und, ja. Der ist etwas genervter von der Lautstärke hier als der Rest meiner Familie. Ja. Sehr... sehr bald werde ich meine Spezialattacke einsetzen. Ich hoffe, ich bin ja trotzdem noch hörbar. Ach du... So, dann. Nicht mehr lange und ich werde meine Spezialattacke benutzen. Hoffentlich entspricht sie mehr deinen Standards als das feurige Puzzle, das du mir nicht geben wolltest. Oh Gott.
Man muss aber auch wirklich sagen, Papyrus ist Kampf und der hält sich noch zurück, ist wirklich der Herz von allen. Also Papyrus hatte ich mehr Probleme als mit Escor, Sans und Flowey zusammen. Ja, Ezreal, der war etwas stärker als Papyrus, aber trotzdem. Hier der Papyrus, der ist wirklich eines der krassesten Gegner hier, finde ich. Dies ist deine letzte Chance, bevor ich meine Spezialattacke benutze. Ich verkacke Papyrus' Stimme wieder total. Oh Gott, nee. Okay, aber nächste Runde benutzt er sie wenigstens. Das ist das letzte Mal, dass wir uns hochheilen müssen. Oh Gott, gut, Gott sei Dank habe ich mir diese ganzen B-Skills und Uniskills. Ach ja, wer hier Uniskill nicht versteht, das ist ein Scherz. B-Skill, 2-Skill, Uniskill, 1-Skill. Versteht ihr? Gut. So, dann jetzt endlich letzte Attacke. Pass auf, mein Spezialattacke. Lern ihren Doc, wer sie ist. Was zur Hölle? Das ist mein Spezialattacke. Hey, du dummer Hund. Hörst du mich? Hör auf, sie auf diesen Knochen zu beißen. Ja, ich cutte kurz. So, wieder da. Keine Ahnung, ob ich das vorgelesen habe, aber egal. Hör auf diesen Knochen zu beißen. Hey, was tust du? Komm sofort her mit meiner Spezialattacke. Oh, komm schon. Ich werde einfach eine sehr coole normale Attacke verwenden. So, dann. Das wird schwer. Ah, hier ist eine absolut normale Attacke. Ihr werdet sehen, wie normal sie ist. Ich kotze gleich. Scheiße, da ist schon das erste weg und ich habe wieder die Fäkalsprache verwendet, sorry. Das ist jedenfalls seine Finale, glaube ich. Der Hund. Cool, dude. Ach, crap. Ach ja, übrigens, die Höhe, wie hoch wir springen können, ist abhängig davon, wie lang die Attacke dauert. Verdammt. Das krieg ich nicht kaum. Ah. Verdammt. Ach ja, übrigens, im Kampf können wir nicht sterben. Er hätte uns, wenn überhaupt, nur bis zu ein Leben runtergebracht und dann gefangen genommen, weil er uns nicht umbringen will. Dafür ist das so soft. Gut. Ist klar. Du kannst mich nicht besiegen. Ja, ich sehe, dass du in deinen Schuhen schüttelst. Erzählt das. Deshalb ich, der große Papyrus, werde dir großes Mitleid gewähren. Ich werde dich verschonen, Mensch. Nun ist deine Chance, mein Mitleid zu akzeptieren. Nehme seine Gnade, sorry. So. So viel dazu. Jo, das wär's jetzt ja eigentlich schon fast in dieser Folge. Joho. Ich kann nicht mal jemanden so schwach wie du stoppen. Du hast dich zurückgehalten. Andein wird's enttäuscht von mir sein. Oh. Oh, es hat sich gereimt in der deutschen Version, es hat sich gereimt, Leute. Ich werde niemals der königlichen Garde beitreten und meine Freundesmenge wird im normalen Bereich bleiben. Was sagen wir? Lass uns Freunde sein. Wirklich? Du willst mit mir Freunde sein? Du willst mit mir... Oh Gott, in diesem Let's Play mache ich so viele Fehler. Oh Gott, Bone Trussel. Nun dann. Ich denke, ich kann für dich eine Ausnahme machen. Wow, wir hatten nicht mal unser erstes Date. Und ich habe es bereits geschafft, die Freundeszone zu treffen. Wer hätte gedacht, dass alles, was ich tun muss, um Freunde zu bekommen, ist es, Leuten schlimme Puzzles zu geben und sie dann zu bekämpfen. So bekomme ich auch meine Freunde. Du hast mir eine Menge beigebracht, Mensch. Somit werde ich dir nun die Erlaubnis geben, durchzugehen. Und ich werde dir direkt eine Richtungsangabe geben für die Oberfläche. Geh einfach weiter, bis das Ende der Öle erreicht hast. Dann, wenn du die Hauptstadt erreicht bist, geh durch die Barriere. Das ist ein magisches Siegel, das uns im Untergrund gefangen hält. Alles kann durchgehen, aber nichts kann es verlassen. Außer jemand mit einer starken Seele. Wie du! Das ist, warum der König einen Menschen möchte. Er möchte die Barriere mit seiner Seelenkraft vernichten. Dann können wir Monster endlich zur Oberfläche zurückgehen. Oh, ich hab fast vergessen, dir zu sagen. Wenn du den Ausgang erreichen willst, musst du durch die Burg des Königs gehen.
Der König aller Monster. Er ist... Nun... Er ist ein großer, haariger Loser. Jeder liebt diesen Typen. Ich bin mir sicher, wenn du sagst... Entschuldige, Mr. Dreamer, kann ich bitte nach Hause gehen? Wird er dich direkt zur Barriere begleiten? Egal, das ist genug Gespräch. Ich werde zu Hause sein und ein cooler Kumpel bleiben. Komm jederzeit vorbei und hab ein Date, wenn du Lust hast. Yeah. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so läuft? Ich schon, Papyrus. Ja, bevor wir Snowden nun endlich verlassen, haben wir nur noch eine letzte Sache hier zu tun, nämlich müssen wir den Papyrus daten. Oh, bevor ich die Folge jetzt noch beende hier. So. Wie nett von mir, dass du meine Briefe für mich checkst. Warte, nein, das ist sehr seltsam. Hör auf, in meinem leeren Briefkasten zu gucken. Das ist meine Leere, nicht deine. Ja, und das ist dann... Ist das schon alles, was er sagt? Okay, schade, ich habe da mehr erwartet. Was sagt er, wenn wir über Sans reingucken? Da sagt überhaupt nichts. Okay. Jo. Dann würde ich mal sagen, werden wir die Folge an der Stelle beenden. Und nächste Folge werden wir dann mal dem Papyrus einen Besuch abstatten. Dann speichern wir mal. Jo. Sorry. Die Sicht auf eine so freundliche, auf ein so freundliches Dorf füllt dich mit Entschlossenheit. Ja, dann. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.